So, hier sind sie, die Heroes 2. Und zwar, wir werden jetzt alle einfach einmal durchgehen. Ich werde dazu meine Meinung sagen, also meine persönliche Meinung, nicht eure. Ja, also fangen wir mal an mit den Sets. Ganz einfach, wir sind hier bei den Sets. Das heißt, 91 Overall, Sivis 2 Hero, gibt 9 kleine Sidekicks Heroes, 84 Overall. 11 84er geben 91er. 32 Stück gibt es davon, für jedes Team ein. Dann gibt es noch das 91 Overall Series 1, also die aus dem ersten Hero-Set. Die Heroes kann man einen eintauschen gegen einen 90er Series 2 Hero. Die braucht man dann für Folgendes, für diese Spieler. Also von jedem Team gibt es einen Spieler, jeder hat eine bestimmte Fähigkeit. Er, Kai Long, hat One Block, ist ein Left Guard und alle haben zwei Chemistries. Kai Long hat jetzt halt Go Deep und Pounce Rock. Ist ein super Left Guard, wenn man jetzt nicht die Ultimate Legend hat, so wie ich, weil der ist besser, weil er nämlich auch noch eine Ability hat, nämlich Secure Pass Protector. Dann ist er auf jeden Fall der zweitbeste Left Guard, glaube ich, den es im Spiel gibt. Also Kai Long bei den Bears, Dunlap bei den Bengals, McCoy. Super Running Back auf jeden Fall bei den Bills. Broncos haben wir den Marius Thomas. Gibt es auch ein Upgrade für. Für McCoy gibt es übrigens auch ein Upgrade und für Dunlap glaube ich auch. Josh Gordon bei den Browns. Garrett McCoy upgradable bei den Buccaneers. Antonio Betea bei den Cardinals mit zwei Chemistries logischerweise, die auch okay sind für einen Free Safety. Wenn man jetzt nicht Sean Taylor hat, ist ja ganz gut. Left Ends ist Melvin Ingram, hat auch ein Upgrade, ja, ich glaube schon. Den Laurent Duvernay Tardif, den kenne ich nicht, deswegen, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, bei den Chiefs. Castonzo, Left Tackle, für Pass Block ist das ein super Left Tackle, für One Block hat er, glaube ich, nur 90 One Block, er ist überhaupt nicht gut, deswegen für mich gerade nichts, weil ich beides mache, passen und laufen, und wenn einer nur 90 auf der linken Seite, wo ich ziemlich viel hinlaufe, leider, ich bin da ein bisschen lefty, da habe ich halt einen besseren. Ezekiel Elliott, der mit ein guter Running Back, der fangen kann, laufen kann, sehr hohes Carrying hat, Twerking ist auch okay, ist bei den Cowboys, ist auch upgradable. Rashard Jones, upgradable, kostet so viel Geld ohne Ende. Secure Tackler hat er nämlich als Upgrade. Strong Safety wäre der beste Strong Safety im Spiel, aber wenn man das Upgrade-Set nicht gemacht hat, vergesst es, die Karte, die ihr dafür braucht, also nicht diese, sondern die davor, ist unbezahlbar. Nigel Bradham, leider ist es nicht Hicks geworden, Mittellinebacker, weil davon habe ich das komplette Upgrade. Ich bräuchte nur den, dann hätte ich ein Upgrade, ist immer ein 97 Overall, hätte ich ein 97 Overall Mittellinebacker gehabt. Haben wir jetzt nicht, weil ich habe Hicks und Deion Jones als Upgrade-Sets gemacht, beide vor längerer Zeit schon und spiele die auch. Also Deion Jones, ja, es ist dann Bradham geworden, hat keinen Upgrade. White Outside Linebacker. Bei den Eagles, bei den Falcons haben wir Matt Ryan, upgradable, wird ein 97er Quarterback, wenn man ein Pocket Passer ist, der beste Pocket Passer im Game mit Tom Brady. DeForest Buckner hat endlich eine vernünftige Karte bekommen, Defensive Tackle. Janoris Jenkins, Cornerback bei den Giants, bei den Jaguars haben wir Calais Campbell mit Upgrade, ist upgradable für Wide End. Habe ich halt einen besseren, brauche ich nicht, aber super Wide End, solltet ihr euch holen, wenn ihr keine andere Alternative habt. Mittellinebacker, Demario Davis für Jets. Lions, Wide Tackle, Vic Wagner. Hat Pass Block, auch wenig One Block. Also, wenn man das Spiel mit viel Laufen gestaltet, sollte man den eventuell gegen jemand anderen austauschen. Bei den Packers, mein Lieblingsteam, kam kein Bonnet, damit ich einen Strong Safety habe. Da habe ich nämlich das Upgrade-Set, das wäre so mein Wunsch gewesen. Der hat auch, glaube ich, Pick-Spezialist oder Tip-Tool. Aber ist auch egal. Es kam Clay Matthews und ja, White Outside Linebacker habe ich Levante David mit Secure Tackler in 91 Zone. Den kann ich nicht austauschen. Normalerweise nehme ich jeden Packerspieler, wenn es ein guter Spieler ist, aber den kann ich leider nicht austauschen, wenn ich einen 91 Zone und Secure Tackler Wide Outside Linebacker habe. Tut mir leid, auch wenn ich Clay Matthews mag, aber ohne Ability kann ich ihn nicht gebrauchen. Das ist immer so in meinem Hinterkopf. Ja,
Hier haben wir Luke Kuechly. Ihr seht, dass ich den machen möchte. Mittellinebacker 96er Overall. Das Upgrade ist 97 Overall und hat Secure Tackler. Und mit, wenn man 6 Sweet and React hat, die grüne Fähigkeit, dann wird er sogar zu 91 Zone. Was unglaublich wäre. Ich werde es nicht machen auf 91 Zone, weil dann würde ich meine Blockchat, meine Physical Front kaputt machen. Aber mit 90 Zone würde ich den würde ich auch nehmen. Aber ich werde ihn so spielen. Ich werde da einfach nur die US-22-Karte spielen, weil das Upgrade, dafür brauche ich noch die 90er-Karte, die kostet über 100.000 Coins. Die Tokens und so, die habe ich schnell gemacht, das ist kein Problem. Sagen wir, kostet 50.000 oder so. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist die Team of the Week-Karte. Dann habe ich geguckt, bei den Sets die Einzelspieler zu kaufen. Das hat natürlich jeder gecheckt und hat die Spieler, die er dann hatte, davon auch in die Höhe getrieben. Also, ob du jetzt das Set machst oder das machst, das Ding kostet 800.000 Coins, damit ich ihn dafür habe. Mit dem 90er und dem. Nee, das wären alle meine Coins, meine ich. Aber ich werde ihn so spielen, weil dann habe ich Singletary und einen 96er Middle-Linebacker mit 90 Zone und ich mag Kükli. Hat leider nur 88 Speed dann oder 89 Speed, also ja. Aber okay, ist ein Upgrade für mich, deswegen nehme ich ihn. Und dazu werde ich auch gleich noch was sagen. Ihr könnt einen davon komplett umsonst machen, ihr müsst nur den Token kaufen. Und ich glaube zwei Spieler, die dann 12.000 das Stück kosten. Patriots hat kein Upgrade. David Andrews, ein neuer Spieler, hat endlich eine Karte bekommen. Derek Carr, upgradable. Mit einer der besten Quarterbacks, aber Nummer 3 oder 4, wenn wir jetzt mal Aaron Rodgers rauslassen, der auch so ein bisschen laufen und passen ist. Aber Derek Carr hat Conductor. Mein Aaron Rodgers hat Gunslinger und ist mit die Go Deep 99er Overall. Deswegen Derek Carr. Wenn man Raiders-Fan ist, ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Nickel Robey Coleman ist bei den Rams Cornerback. Upgradable Eric Weddle bei den Ravens, aber er ist unglaublich langsam. 89 Speed oder so. In der Zeit jetzt kann es vergessen. Also tut mir leid, ich hätte ihn genommen, hätte er 92 Speed. Vielleicht sogar mit 91 Speed, aber boah, ne, eigentlich ist es auch zu langsam. Also ich habe da Ken Houston, der hat 95 Speed, der reißt alles. Chris Thompson bei den Redskins. Michael Thomas, den habe ich mir gekauft, weil ich mache das Luke Kuechly Set, weil das 400.000 kosten würde, den zu kaufen. Den habe ich für 300.000 gesniped, da ich ja, wie ihr wisst, das Upgrade schon habe mit dem 93 Overall, den immer im Team hatte und den rausgezappt habe, wenn das Spiel gestartet ist. Einfach nur, um diese plus 2 Catching fürs ganze Team zu haben. Er ist jetzt ein 98, mit Upgrade ein 97er Overall, mit der Go Deep Chemistry ein 98er Overall. Somit bleibt er dann immer im Team. Ich muss ihn nicht mehr rauszappen. Super geile Karte. Solltet ihr nehmen. Ist einer der besten Wide Receiver. Nicht der schnellste. Ich glaube 91 Speed. Aber für als Slot Receiver, für schnelle Slants oder sowas, solltet ihr ihn vielleicht nehmen. Oder für Drakes. Und er hat Catching, das heißt, mit seiner Ability hat er 99 Catching, also super geiler Wide Receiver. Shaquille Griffin, Cornerback, ein super Cornerback und ich glaube, er ist auch mittelschnell, ist okay. Roosevelt Nix ist Fullback, er hat, glaube ich, 89 Pass Block. Also, super Fullback wäre das, wenn man noch keinen guten hat. Whitney Mercilus ist bei den Texans, der hat auch ein Upgrade als Left Outside Linebacker, da habe ich halt Von Miller brauche ich, aber er ist eine gute Karte. Delanie Walker, einer der besten Tight Ends, er hat ein Upgrade, ist mit Playmaker dann, ja, ich glaube mit Playmaker, ja, super Tight End. Case Keenum bei den Vikings, ja, okay, ist ein okay Quarterback. So, das sind die ganzen Spieler, die es gibt und die Sets, die ich euch da vorgestellt habe. Jetzt zeige ich euch nochmal eben. Übrigens bin ich wegen Jordy Nelson, den ich gemacht habe von den Boss Battles und den Thomas, Michael Thomas, auf 97 Overall mittlerweile gekommen. Dann gibt es halt diese Solo-Challenges. Jetzt sage ich euch was dazu. Ihr könnt einmal die hier machen. Die obere Challenge, Defense, bekommt ihr einen defensiven Spieler. Die gehen ganz schnell, sind alles nur Moments, meistens 1 bis 2 Minuten im Spiel verbleibend. Macht Shoot Clock an, werft einen Touchdown, alles gut. Da ist das andersrum. Das ist die Offensive. Ihr bekommt einen offensiven Spieler.
Und wenn ihr das macht, müsst ihr allerdings immer, ihr startet immer auf der defensiven Seite des Spiels. Auch total einfach. Ja, ist nichts Schweres dabei. Was ihr jetzt macht, ihr bekommt für diese Dinger, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nein, 7. 7. Ihr bekommt 7 Sidekick-Spieler und einen 90er Overall. Dafür bekommt ihr das gleiche. Das heißt, ihr habt 14 Sidekick-Spieler und 2 90er Overalls. Wenn ihr jetzt das Set machen wollt, so habe ich es jetzt gemacht. 14. Ihr braucht aber 24 Sidekicks. Macht ihr folgendes, da ihr zwei Heroes bekommt, einen von diesen Heroes, da tauscht ihr ein gegen 9. Dann habt ihr 14 plus 9 sind 23 Sidekicks. Kauft euch einen Sidekick für 10.000. Kauft euch oder macht ein Elite-Token. Kaufen ist jetzt gerade teuer, weil alle das ausnutzen. Habt ihr noch einen, den habe ich für 35.000 bis 40.000 gab es den noch, bevor die Heroes rauskamen. Sonst müsst ihr halt jetzt, ich glaube, 60.000 bis 70.000 dafür ausgeben. Oder ihr habt genug in eurem Binder, dass ihr einen machen könnt, einen Elite-Token. Dann müsst ihr halt 10.000 ausgeben. Wenn ihr einen Elite-Token habt, mehr nicht. Und habt einen von diesen Spielern umsonst. Finde ich eine super Sache. Es gibt noch Objectives. Ich will euch die nicht vorenthalten. Ich werde sie nicht machen. Da geht es halt wie bei den ersten Heroes schon darum, wie viel Sets ihr macht. Insgesamt würdet ihr bekommen mit den ganzen, wenn ihr alle 32 Sets machen würdet, 500.000 und dann nochmal 500.000, wenn ihr die Liste vervollständigt, also 1 Million Coins. Aber was gebt ihr da aus? Boah, 32 mal 400.000 oder ihr kauft euch Packs im Store. Okay, das ist eure Entscheidung. Ich werde es nicht machen. So, das waren die Heroes 2. Ist eine, das sind okay. Es gibt da zwei, drei Spieler, die okay sind, die ich auch für mein Team nutze. Kükli, Thomas, eventuell könnte ich mir noch einen der Cornerbacks vorstellen, aber ich habe halt bessere und ich mache halt Night Train Lane. Aber die ist okay. Als nächstes kommen jetzt die Ultimate Legends raus. Und ja, damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal.